Willkommen zum Ranking der Top 10 besten Fahrgeschäfte im Legoland Deutschland. Der Freizeitpark im bayerischen Günzburg ist einer der größten Familienparks in Deutschland und ist komplett zu der Marke Lego gestaltet. Auf dem 140 Hektar großen Areal befinden sich insgesamt drei verschiedene Achterbahnen und über 60 verschiedene Fahrgeschäfte. Das Legoland Deutschland ist in insgesamt 11 Themenbereiche unterteilt. Des Weiteren gehört zum Park das große Feriendorf mit verschiedenen Unterkünften und anderen Aktivitäten wie zum Beispiel ein Klettergarten. Die Anordnung ist meine eigene Meinung, basierend auf meinem bisherigen Besuch im Legoland. Schreibt euer eigenes Ranking gerne in die Kommentare. Das große Miniland des Parks mit Nachbauten im Kleinformat von zum Beispiel Frankfurt, Hamburg oder Venedig ist auf jeden Fall ein beeindruckender Bereich, den man sich bei jedem Besuch anschauen sollte. Allerdings wird dieser nicht im Ranking inkludiert. Platz 10 – Drachenjagd. Gerstlauer Junior Coaster Achterbahn für die gesamte Familie, vor allem für Kinder. Nur 150 Meter lang, 5,5 Meter hoch. Natürlich hat die Bahn nicht die spannendste Fahrt, aber schon ab einer geringen Körpergröße fahrbar, deswegen für Kinder auf jeden Fall die perfekte erste Achterbahn. Platz 9 – Lego Atlantis bei Sea Life. Großes Aquarium von 2009 mit sehr vielen verschiedenen Meereslebewesen, definitiv nicht ganz so groß wie die eigenständigen Sea Lives, aber dafür, dass es im Legoland im Preis inkludiert ist, auf jeden Fall nett gemacht. Natürlich gibt es viele verschiedene Aquarien, eine Pre-Show am Anfang und das große Becken kann ebenfalls von vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, ebenfalls ein Glastunnel, der durchgeht. Viele Lego-Figuren drin, auf jeden Fall schön gestaltet und sollte man definitiv nicht auslassen. Platz 8 – Lego Ninjago The Ride. Ein interaktiver 4D Dark Ride von 2017, komplett neuer Themenbereich rundherum von Triotech bzw. Art Engineering in der Lego Ninjago World. Es handelt sich hierbei um einen Shooting Dark Ride, wir haben hier aber keine Pistolen, Phaser oder ähnliches, sondern mit einer Handbewegung kann man die Ziele abschießen. Ganz viele Leinwände und so weiter, große Queue-Line, von der Gestaltung gut gemacht. Während der Fahrt selber sind es einfach die Bildschirme, von denen man hin und her fährt, deswegen passiert ja nicht ganz so viel. Und das gesamte System ist sehr interessant, dass man keine Waffe hat, sondern eine Handbewegung machen muss, welche dann von Sensoren getrackt wird. Aber trotzdem finde ich, das System ist nicht so gelungen. Die Qualität von dem Film ist nicht schlecht, also die Fahrt ist auch sehr lang. Aber trotzdem, dieses gesamte System, ich hätte lieber einen normalen Shooting Dark Ride oder einfach einen ganz normalen Dark Ride, eine ganz normale Themenfahrt. Ohne diesen Shooting-Aspekt. Deswegen vom System auf jeden Fall sehr interessant. Es war cool, es mal zu testen. Kann ich auch empfehlen. Einmal definitiv mitnehmen. Ist was anderes. Aber häufiger bräuchte ich es in Zukunft auf jeden Fall nicht. Platz 7: Dschungel Expedition. Intamin Lokflum aus dem Jahr 2002 befindet sich im Land der Abenteuer. Auf jeden Fall sehr schön eingebettet. Ein großer Drop und ebenfalls noch ein Rückwärts-Drop Indoor. Während der Fahrt gibt es mehrere Lego-Modelle. Und die Gestaltung ist auf jeden Fall gelungen. Im Sommer, vor allem bei warmen Temperaturen, auf jeden Fall eine sehr willkommene Abkühlung. Platz 6, das große Lego-Rennen. Mug Rides Wilde Maus aus dem Jahr 2002. Die Züge gefallen mir richtig gut, mit die besten in der Wilden Maus und für das Modell auf jeden Fall auch eine der größeren Anlagen. Großer Drop am Anfang und sonst einfach eine Familienachterbahn, die jeder fahren kann, aber deutlich besser als der Standard Kirmes Maus. Bremsen sind ganz angenehm und sonst die Mauskurve, wie man es kennt. Gestaltung ist es nicht ganz so stark vorhanden, aber trotzdem nette Familienachterbahn und auf jeden Fall auch eine der besseren Wilden Mäuse, die es gibt. Platz 5 – Temple Expedition. Ein interaktiver Dark Ride von Mug Rides befindet sich in einem Wüstentempel. Leuchtpunkte, die man treffen muss. Die Chasen drehen sich ebenfalls. Großes Sehen mit Lego-Figuren und so weiter. Ebenfalls werden Effekte ausgelöst, wenn Ziele getroffen werden. Es gibt in Deutschland definitiv bessere Dark Rides. Aber wenn man die Möglichkeit hat, macht es echt super Spaß aufzufahren, immer mehr Punkte zu bekommen, man findet neue Ziele. Viele Sachen sind ein bisschen versteckt. Ebenfalls gibt es je nach Farbe unterschiedlich viele Punkte. Und während unseres Besuches war der Park komplett leer und wir konnten öfter sitzen bleiben und sind deswegen den Dark Ride 6-mal gefahren. Also, wenn man die Möglichkeit hat, Wiederholungsfahrten machen auf jeden Fall echt Spaß und kann ich sehr empfehlen. Platz 4 – Lego Fabrik. Definitiv eine sehr interessante Attraktion, wenn man es überhaupt so zählen möchte, aber mir persönlich gefällt es echt richtig gut und ist auf jeden Fall ein Must-Do bei jedem Besuch. Man sieht hier, wie Lego-Steine hergestellt werden, bekommt ebenfalls immer noch einen Jahresstein, was immer ein Highlight ist. Und sonst auf jeden Fall so ein kleiner Walkthrough. Ohne die Corona-Einschränkungen wird die ebenfalls am Anfang im Film gezeigt. Und einfach ein sehr besonderer und cooler Walkthrough, den man definitiv jedes Mal mitnehmen muss. Platz 3 – Flying Ninjago. Gerstlauer Skyfly aus dem Jahr 2012. Erste Anlage des Typs. Kennen wir jetzt bereits auch in Deutschland aus vielen verschiedenen Parks. Aber trotzdem immer noch ein echt schöner Flatride. Man kann die Fahrt hier selber steuern. Wenn man möchte, kann man die Flügel so bewegen, dass man Überschläge macht. Und das macht wirklich eine Menge Spaß. Sonst einfach eine normale Aussichtsfahrt mit ein paar schönen Blickwinkeln. Aber mit Überschlägen auf jeden Fall relativ intensiv.
Die Gondelbremsen sind nicht ganz so toll, die nachgerüstet wurden. Deswegen hatte ich hier nur 3 oder 4 Überschläge geschafft. Das sind andere Anlagen immer ticken besser. Aber trotzdem, eine von meinen Lieblingsfahrgeschäften im Park, da es auch etwas intensiver ist und mit dem kleinen Themenbereich rundherum auch nicht eingebettet. Platz 2, Powerbuilder. Das ist ein Kuga Robo Coaster, also Roboterarme aus dem Jahr 2004, wie sie auch in der Autoindustrie verwendet werden. Und auf jeden Fall eine sehr besondere Attraktion, die man so in der Art nicht so oft antrifft. Befindet sich komplett indoor, auch einer der Thrill-Fahrgeschäfte des Parks. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Fahrprogramme, die man selber wählen kann und sich in der Intensität unterscheiden. Und macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, in der Halle mit den ganzen Lichteffekten super rübergebracht. Harry Potter in der Forbidden Journey in Universal Studios benutzt es ebenfalls als Darkride-System. Hier werden aber ebenfalls Überschläge gemacht und so weiter. Also auf jeden Fall wirklich was Besonderes und sollte man definitiv nicht auslassen. Platz 1, Feuerdrache. Die größte Achterbahn des Parks ist meiner Meinung nach die beste Attraktion im gesamten Legoland. Sierra Force 5 von 2002, 450 Meter lang, 16 Meter hoch, 57 km/h schnell. Es gibt insgesamt 3 Züge, super Abfertigung, das heißt eine gute Kapazität. Der Eingang von der Bahn ist eine riesige Burg, welche echt gut aussieht. Und sonst gibt es hier ebenfalls einen echt guten und langen Darkride-Part mit Lego-Szenen. Aber trotzdem für einen Park, der sich eher an der jüngeren Zielgruppe orientiert, eine schöne Achterbahn, die Fahrt macht Spaß, muss man definitiv jedes Mal mitnehmen und kann ich sehr empfehlen. Draußen ebenfalls ist schon eingewachsen, während der Fahrt gibt es kein Theming. Aber dafür sieht der Indoor-Abschnitt echt gut aus, erwartet man wirklich bei so einem Coaster gar nicht. Und meiner Meinung nach auf jeden Fall die beste Attraktion im Legoland Deutschland. Und das waren die Top 10 von meinen Lieblingsfahrgeschäften im Legoland. Für Familien ist es auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Park. Ich finde es trotzdem super, dass es hier ein paar intensivere Fahrgeschäfte gibt. Das Miniland ist jedes Mal wieder beeindruckend. Und sonst abgesehen von den Szenen gibt es auch viele verschiedene andere Fahrgeschäfte, die echt gut sind. Den Aussichtsturm muss man jedes Mal mitnehmen in der tollen Aussicht. Und sonst noch viele kleinere Flatrides, Rundfahrgeschäfte, Themenfahrten und so weiter. Ebenfalls gibt es verhältnismäßig viel, was sich indoor befindet. Immer ein Pluspunkt. Und allgemein hat das Legoland Deutschland auf jeden Fall eine sehr nette Auswahl an Fahrgeschäften. Falls euch das Ranking gefallen hat, könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren, um keines von den zukünftigen Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.